Wow, super abgefahren. Ich stehe hier vor dem Rheinraum, wo das ESM zusammengebaut wird. Das hier ist ESM Nummer 4, also das European Service Module Nummer 4, das mit Artemis zum Mond fliegen wird. Und es ist natürlich für mich ein absoluter Traum, hier zu sein. Und noch viel abgefahrener ist, nicht nur dieses Glas wird mich gleich davon trennen, sondern ich darf tatsächlich in den Rheinraum reingehen und mir anschauen, wie ESM Nummer 4 und Nummer 3 zusammengebaut wird. Und das ist natürlich für mich ein absoluter Traum und ich nehme euch damit rein. Artemis 1 ist nun seit 2 Wochen erfolgreich im All und während der eigentliche Test für die Orion-Kapsel mit dem Atmosphärenwiedereintritt am 11. Dezember noch bevorsteht, schlägt sich der ESA-Beitrag zum Artemis-Programm des European Service Module bisher hervorragend. Klar, im Orion sollen ab Artemis 2 dann die Astronauten fliegen, aber ohne das ESM wäre das nicht möglich. Mit seinen fast 9 Tonnen Treibstoff und den 33 Triebwerken hält das ESM Orion auf Kurs und sorgt für den nötigen Schub aller Manöver bis kurz vor dem Wiedereintritt. Aber noch wichtiger für die späteren Astronauten, ja, sorgt das ESM für die Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Strom für alle Systeme und last but not least die Temperaturregelung. Toni von Mondgeflüster und ich waren im Sommer noch vor dem Artemis-Einstart in der Fertigung des European Service Module bei Airbus in Bremen und durften hautnah an ESM 3 und ESM 4 heran. ESM 3 wird das Service-Modul, das bei Artemis 3 dann die erste Besatzung im Artemis-Programm für die erste Mondlandung seit Apollo zum Mond und wieder zurückbringen wird. Davon werde ich mit Sicherheit noch meinen Enkeln erzählen. Aber genug geflext, ich nehme dich heute mit auf meinen Rheinraum-Rundgang bei Airbus in Bremen. Wenn dir solche Einblicke in die Fertigung von Raumschiffen oder Raketen gefallen, dann lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstart abonnieren. Aber nun zum Thema der heutigen Episode. Und wir produzieren natürlich, so ist das Ziel, 1 pro Jahr und liefern jährlich ESMs aus, um das Taxi zum Gateway und zum Mond. Wunderschöne Treibstofftanks. Was sind eigentlich diese Dinger da? Sind das Heizungen? Oder? Das sind Heizer, ja. Wir sehen hier einen Tank, der ist hier abgedeckt, um den zu schützen. Der Tank wird auf der anderen Straßenseite gefertigt, wird dann hier rüber geliefert und wir integrieren hier Heizer, sehr viele Heizer auf den Tank. Wir nutzen also diesen Tank, wenn er dann mit Treibstoff befüllt ist, heizen wir ihn auf, um dieses Thermal Inertia, diese Temperatur zu nutzen des Tanks, um das ganze Modul mitzuheizen. Also der Temperaturhaushalt des Moduls ist sehr wichtig für die Funktion. Und ihr wisst ja, im Weltraum, überall da, wo die Sonne drauf scheint, sind 200 Grad Celsius, überall da, wo sie nicht hinscheint, sind minus 150 Grad Celsius. Das heißt also, diesen Temperaturhaushalt des Moduls zu bewerkstelligen, dafür haben wir sehr, sehr viele Heizer und unter anderem auch komplett auf diesen Tanks integriert. Und das heißt im Prinzip, dadurch, dass wir diese große Flüssigkeitsmasse haben, ist es wie so ein Puffer, den man halt nutzen kann, wie so ein überdimensionaler irgendwie Kaminstein, der irgendwie auch noch Wärme speichert. Genau, gleiches Prinzip. Das wird jetzt nicht von einer Minute auf die andere kalt oder sehr heiß. Und deswegen haben wir da diese thermische Trägheit, die wir da nutzen, um das Modul zu heizen. Und ihr seht hier 5 Tanks insgesamt. Das sind 4, die wir einbauen, plus einen, der schon der Spare-Tank, also der Ersatztank ist, falls was kaputt geht. Ansonsten geht er so in das nächste Modul. Und die Größe der Tanks zu sehen und sich die Struktur anzugucken und zu wissen, dass die beiden Tanks da hinten, 4 von denen, da rein müssen, das beschreibt dann schon mal so ein bisschen so einen Eindruck, was hier unsere größte Herausforderung ist. Das ist nämlich tatsächlich Zugänglichkeit. Das ist tatsächlich, dass wir das da alles reinkriegen. Das gibt uns so einen strengen Ablaufplan vor, den wir auch einhalten müssen. Und es gibt also nicht so viele Freiheitsgrade, in wie bauen wir das ESM. Aufgrund dieser Packungsdichte, die wir da haben, aus der ganzen Fülle an Equipment, die da reinkommt, ist es eben ein sehr, sehr strikter Flow, den wir hier einhalten. Also wir kriegen im Prinzip hier die Struktur, die auch schon von verschiedensten Firmen in Europa zusammengebaut ist, hier an und machen hier drin die Systeme für das. Das heißt, wir rüsten die Struktur aus mit Kabeln, Haltern, Rohrleitungen, Triebwerken, Tanks, Avionikboxen, elektronischen Equipments und machen hier die Subsysteme und auch die Systemtests. Also die komplette Verifikation. Unser Integrationsteil ist aber mit Bremen noch gar nicht beendet. Also wenn wir zum Kennedy Space Center liefern, haben wir noch weitere Aktivitäten da. Zum Beispiel die Solarpaneele und die Hauptdüse können wir nicht einbauen, bevor wir transportieren. Also das wird erst nominell am Kennedy Space Center. Und das ist dann auch ein gemeinsamer Integrationsablauf mit Lockheed Martin, weil das Service-Modul ist ja nur ein Teil
Wir haben noch den Kumon-Adapter, also das Kumon-Modul, wie ihr da seht, das ist ungefähr 1:1 Scale. Und was wir hier in Bremen machen, ist der untere zylindrische Teil, der Kumon-Adapter und das Kumon-Modul, das wird dann gemeinsam in den Flow am Kennedy Space Center. Muss man sich dann jeden Morgen auch nochmal das 3D-Modell angucken und das ein bisschen drehen, oder sind die Prozeduren so eng getaktet, dass man eigentlich genau weiß, was jeder Arbeitsschritt ist? Ja, also wir bauen das jetzt ja nicht zum ersten Mal. Das ist ja schon jetzt das dritte und das vierte. Also die Arbeitsprozesse, die einzelnen Step-by-Step-Prozeduren, mit denen wir integrieren, die sind natürlich sehr genau geprüft und von vielen, vielen Einheiten vom Engineering, aber auch von der Qualität genau geprüft, dass das, was wir hier Schritt für Schritt machen, auch funktioniert. Und natürlich lernen wir auch während der Produktion. Das sind dann klar, wir stellen mal fest, ups, hier hat was nicht gestimmt, dann wird das korrigiert fürs nächste Mal. Oder wir haben auch dann einfach Verbesserungsideen, wo wir sagen, das machen wir besser mal anders oder es wird noch effizienter, wenn wir es anders machen. Und auch das sind dann Änderungen, die wir dann von Wiederholung zu Wiederholung einpflegen. Also in der Summe, Lars, korrigier mich, 22.000 Teile, die wir hier einbauen. Durch Norden. 33 Triebwerke, 12 Kilometer Kabel. Das sind so die Key Facts, die du wahrscheinlich schon alle kennst, was hier in Bremen alles integriert wird. Tatsache, das sind 4x 2000 Liter Tanks, Größenordnung. Das heißt, in der Gesamtsumme nehmen die Tanks und der Treibstoff eigentlich die größte Masse von dem ganzen European Service Modul ein. Das heißt, nur als Größenordnung, das sind immer zwei Treibstoffe und jeweils zwei Tanks für zwei Treibstoffe. Dieses ESM3 ist aktuell so zu ca. 30%. Wir haben also 30% der Teile, die wir hier in Bremen einbauen, hier schon eingebaut. Aber es sieht schon ziemlich viel aus. Mhm. Es ist schon voll. Es sind sehr viele Kabel, es sind sehr viele Halter, es sind auch sehr viele Rohrleitungen. Naja, und dann, wie Lars schon sagte, der Großteil sind dann die Tanks. Mhm. Und wenn man sich das European Service Modul mal vorstellt, dann hat das generell eigentlich gesehen drei Hauptetagen. Es hat oben, hat es im Grunde genommen die Bedrückungseinheit mit den Gastanks, die wir schon gesehen haben. Oben steht auch die Wärmepumpe, so nenne ich es jetzt mal die FCA abgekürzt. Dann haben wir das Hauptkompartment in der Mitte, was wir hier gerade sehen. Da sind die Treibstofftanks, da sind die Wassertanks. Und dann haben wir unten im Grunde genommen, am unteren Ende, haben wir im Grunde genommen die Haupttriebwerke, die wir nachher gleich sehen werden. Das ist praktisch gesehen so der Aufbau vom European Service Modul. Und an der Seite haben wir auch noch natürlich die Roll- und Control-Thruster. Die sehen wir nachher, die sind noch nicht eingebaut, aber wir haben Dummies dafür. An der Position sind sie dann da. Okay, also 33 Triebwerke haben wir heute schon besprochen. Ja. Ich versuche sie mal alle aufzuzählen. Wir sehen ja jetzt hier 8 Stück. Ja. Also praktisch die Auxiliaries, die sind von Aerojet Rocketdyne. Das müssen die R4, glaube ich, sein. In der Mitte fehlt noch das Haupttriebwerk. Und dann haben 24 Thruster außen, die praktisch dann für Reaction Control noch sind. Ne? Perfekt. Perfekt wiedergegeben, einwandfrei. Ja, in der Mitte fehlt das Haupttriebwerk, ist jetzt gerade nicht eingebaut. Das ist eine ehemalige Shuttle-Engine. Die sind im Grunde genommen aus dem Shuttle, ich sage mal, refurbished und im Grunde genommen werden dem von der NASA, dem ESM, zur Verfügung gestellt und dort eingebaut. Das Haupttriebwerk liefert den Hauptschub und die anderen sind die Auxiliaries, sind die Hilfstriebwerke. Und für Abbordmanöver werden alle 9 angeschaltet. Aber für nominal ist die OMSE, Orbital Maneuvering System Engine, beim Shuttle, wenn man von hinten rauf guckt, dann sieht man es auch ganz gut im Internet, dann sieht man dort praktisch gesehen bei den sogenannten RCS-Pods vom Shuttle, aber mit unseren RCS gar nichts zu tun, aber dieselbe Funktion wie damals auch beim Shuttle, ist das im Grunde genommen ein Zentraltriebwerk, was hier wieder eingebaut wird. Und ist es auch tatsächlich bei jetzt 3 und 4 auch so, dass es Triebwerke waren, die wirklich auch refurbished wurden, die auch im Shuttle-Programm geflogen sind? Die werden, das in der Mitte kann man gimbeln im vorgegebenen Rahmen. Das ist auch genau einer der am meisten attraktivsten Tests, der hier gemacht wird. Wir bringen das Haupttriebwerk wird hier eingebaut, dann wird eine Düse, die nicht fliegt, aber die man hier im Grunde genommen ranbauen kann, wird rangetan. Und dann wird die ganze Gimbal-Domäne als Acceptance-Test abgefahren. Vorher darf das, bevor wir hier nicht nachweisen, dass wir diese Gimbal-Domänen sauber fahren können, darf das Vehikel diesen, es ist ein Teil der Antriebssystem-Acceptance-Test gar nicht heraus. Wir checken das ganze System auf volle Funktionalität. Es ist kein Performance-Test. Machen wir nicht. Dafür haben wir andere Testbenches. Aber dass wir alle funktionalen Ketten
end-to-end verifizieren. Das ist die Hauptaufgabe dieses Integrationsstands. Es ist hier eigentlich ein reiner Trockentest bis auf die Radiatoren an der Außenseite. Wir haben es vorhin gesehen, da gibt's die, das Vehikel wird nachher von außen zugemacht mit Radiatoren, die letztendlich der Kühlkreislauf sind und ja, ich sag mal, die ganze Wärme der Avionikboxen einsammelt über sogenannte Cold Plates. Und dann wird im Grunde über das HFE, das ist ein Fluid, was praktisch gesehen im Wärmeaustausch die Radiatoren befüllt, im Grunde genommen wird außen rumgegeben. Das ist die einzige Flüssigkeit, die wir hier tatsächlich einfüllen. Und diesen Test müssen wir auch mal zeigen, dass wir das Vehikel sauber wärmepumpenmäßig betreiben können. Dann wird es wieder enttankt, wird es dekontaminiert und dann wird es transportfähig gemacht. Aber Treibstoff kommt hier nicht rein. Es wird alles nur mit, alle Funktionaltests werden wie überall anders auch mit Gas gemacht. Das Entscheidende vom ESM, und das ist eigentlich im Grunde genommen das ganz Tolle, wir, das ESM, ist in der Lage, alles zur Verfügung zu stellen, dass Astronauten zum Mond fliegen zu können. Ohne das klappt es gar nicht. Es ist Antrieb, es ist Atmosphäre, es ist ein Wärmehaushalt und es ist im Grunde genommen Wasser und Strom. Das ist komplett das, was es braucht. Und das eigentlich für eine gewisse Mission. Ja, das ist einfach mega toll. Wenn man sich das vorstellt, dass wir da oben letztendlich ein Crew-Modul raufsetzen, was vom European Service Modul mit einem Service, mit einem lebenserhaltenden Service im Grunde genommen versorgt wird, dass es klappt. Toll. European Service Modul Nummer 2, was zum ersten Mal Leute bemannt nach oben bringt und was auch eigentlich zum ersten Mal voll ausgerüstet ist. Das haben wir im Oktober letzten Jahres zum Kennedy Space Center rübergefahren. Und das wartet dort auf die Systemtests mit dem Rest des Vehicles. Das steht dort. Wir haben Hauptavionikboxen und eine der Hauptavionikboxen, die auch in Bremen produziert wird, das ist die Propulsion Drive Electronics. Das ist die Elektronik-Unit, die natürlich das Kommando der einzelnen Schaltungen vom Crew-Modul, vom Computer bekommt. Aber es ist die ausführende Unit, die letztendlich die Intelligenz umsetzt und am Ende des Tages dafür sorgt, dass die Triebwerke zum richtigen Zeitpunkt geschaltet werden und dass die Triebwerke zum richtigen Zeitpunkt auch mit Treibstoff versorgt werden und dass im Notfall alles rechtzeitig isoliert wird und alle sämtliche Branches isoliert werden. Man wundert sich, wie viel noch integriert wird, obwohl noch die Tanks drin sind. Okay. Obwohl die Tanks drin sind. Aber die Tanks sind ein sehr, sehr großer Meilenstein. Und davor werden natürlich, weil die sich hinter den Tanks befinden, sich an den Shear-Panels, das werden wir oben gleich sehen, befindet sich ganz viel Equipment, was dann wie zu Hause eigentlich verbaut ist. Stelle ich den Schrank erstmal vor die Wand, komme ich sonst, ich sag mal, an das, was dahinter ist, nicht mehr ran. Und das ist hier genau das Gleiche. Wir haben ganz viele Ventile. Das heißt, wir müssen sehr sorgfältig in Schritten nachweisen über gewisse Inspektionspunkte, dass wir danach nicht mehr ran müssen. Das heißt, deshalb gibt es einen ganz systematischen Integrations- und Verifikationsflow, den wir einfach abfahren. Und die Tanks sind natürlich, wenn sie erstmal drin sind, ein großer, großer Meilenstein. Das ist richtig. Was wir letztendlich im Grunde genommen liefern für das Crew-Modul ist, über die Flügel den Strom. Das heißt, wir selber als ESM haben die Möglichkeit, davon etwas zu verbrauchen, im Grunde genommen. Aber generell gesehen ist die Hauptleistung eigentlich, wir sammeln über die Solarpaneele im Grunde genommen die Leistung ein und sie wird verteilt über die Verbraucher im ESM und hauptsächlich zum Crew-Modul für die Displays und für die Onboard-Elektronik. Und ist da eine Batterie irgendwie dazwischen, so ein Zwischenspeicher? Oder? Im ESM selber nicht. Ist keine Batterie vorhanden. Im Crew-Modul selber sind Batterien vorhanden. Im Grunde genommen, die wir auch letztendlich in den Solarphasen auch aufladen. Das Design von ESM 1 und ESM 2 deckt sich im Grunde genommen, außer dass das ESM 1 nicht voll ausgerüstet ist, weil es letztendlich nicht bemannt ist. ESM 2 ist voll ausgerüstet und in ESM 3 gab es ein Redesign im Grunde genommen in der Antriebstechnik. Aber generell gesehen vom Aufbau, das Konzept ist zwischen ESM 1, 2, 3 und 4 das gleiche. Es werden aber überall Optimierungen gemacht,
um die Mission weiterhin zu supporten, noch robuster zu sein. Und am Ende des Tages gibt es auch immer wieder Massenaktivitäten, um zu sehen, dass das Vehikel leichter wird, aber trotzdem robust genug, damit es zur nächsten Mission fliegen kann. Ganz wichtig, die zentralen avionischen Komponenten sind alle redundant, wie man das normalerweise auch in anderen Systemen kennt. Das heißt, wenn uns ein Kanal ausfällt, sind wir sofort in der Lage zu reagieren und das Vehikel nicht den Abbruch der Mission hervorzurufen, sondern im Grunde genommen weiter die Mission zu fliegen und die Crew stabil durch den Orbit zu bringen. Ne? Hier kommt Orion drauf. Hier kommt das Crew-Modul drauf, genau. Hier kommt das Crew-Modul drauf. Wir befinden uns jetzt auf der obersten Plattform, im Grunde genommen vom European Service-Modul. Nominal kommt hier noch ein sogenannter Crew-Modul-Adapter drauf. Und auf dem wird das Crew-Modul letztendlich dran befestigt. Was wir hier sehen, ist, jetzt gerade sehen wir noch ein bisschen Leere. Aber nominal kommen hier an die großen Positionen, wo jetzt da schon ein Deckel weg ist, kommen die Treibstofftanks rein. Das heißt, sie werden von oben mit dem Kran dort unten reingelassen und dann werden sie in Position gebracht. Und jetzt, was wir hier auch noch sehen, ist am Ende, wir sehen hier letztendlich Platzhalter wir sehen Brackets hier für Gastanks, die Atmosphäre für die Astronauten darstellt. Das heißt, wir haben drei Sauerstofftanks und einen Stickstofftank. Die werden hier im Grunde genommen angebracht. Wir haben vorhin die Helium-Tanks gesehen. Ja. Da haben wir gesagt, das waren die großen schwarzen, die sind die 400 Bar-Tanks, im Grunde, die dafür sorgen, dass der Treibstoff rausgeliefert wird. Die kommen demnächst, das ist ein Event, was demnächst passieren wird, in die Mitte, in den Zentraltunnel rein. Das ist auch eine ganz, ganz kritische, im Grunde genommen, Aktion, wo man sieht, da ist ganz wenig Spielraum, da muss ganz viel gedreht und feingetunt werden, dass es reinpasst. Und dann sitzen diese zwei Helium-Wessel da und im Grunde genommen sind gut beschützt vom Außenrum. Weil jetzt ist der zukünftige Platz für das sogenannte Pressure Control Assembly. Das heißt, das Helium wird über das Pressure Control Assembly reguliert in die Treibstofftanks gebracht, nach unten zu den Triebwerken. Und unter uns wird ja nur ganz YouTube erfahren. Glaubst du, die NASA ist beeindruckt, was sie hier macht und dass sie hier richtig abliefert? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sind stolz drauf. Die European Space Agency ist stolz drauf. Wir sind stolz drauf, als guter Partner für die ESA und auch für die NASA im Grunde genommen europäische Raumfahrt liefern zu dürfen und unseren Beitrag zur Mondmission zu bringen. Da sind wir ganz stolz drauf. Da ist das ganze Team stolz drauf. Man sieht auch im Grunde genommen in jeder Arbeitsphase, wenn das Modul mehr und mehr ausgerüstet ist, je dichter man auch im Grunde der finalen Integration oder des Shipments entgegenkommt, ich würde sagen, da geht ein Flirren durch die Mannschaft. Und dann geht auch jedes Mal wieder, sagt man einem Baby, sagt man wieder Ade, wenn man es wieder zum Kennedy Space Center bringt. Aber dann kommt, ist das Nächste schon da und es ist so folgt ein Kind dem Nächsten. Viele Anzeigen, viele Hebel, das fliegt nicht ins All. Das fliegt nicht ins All, aber es ist dafür da, um nachzuweisen, dass wir ins All fliegen dürfen. Also das ist im Grunde genommen fluidisches Ground Support Equipment, genauso gut wie es elektrisches Ground Support Equipment gibt. Müssen wir nachweisen, dass die ganzen funktionalen Ketten letztendlich im ESM funktionieren. Das heißt, es ist Teil der notwendigen Ausrüstung für die sogenannten Acceptance-Tests vom Gesamtsystem. Hier können wir die Drücke einstellen im System, um zu verifizieren, dass der Treibstoff dahin kommt, wo er hinkommen soll, dass die Ventile dann schalten, wenn wir sie gerne schalten wollen, dass die Triebwerke dann aufmachen, wenn wir sie aufmachen wollen. Dafür ist sind die ganzen Panels da. Und gibt es da eine Prüfinstanz, also kommt ihr TÜV vorbei oder die ESA oder die NASA? Die ESA kommt vorbei und die NASA kommt vorbei. Und erst wenn alles komplett ist, dann gibt es die Allowance for Shipment. Das heißt, da gibt es ein Pre-Shipment Review Board und dann wird geguckt, dass alles vollständig ist. Das guckt die ESA, da guckt die NASA und wenn wir den Haken kriegen, dann darf es in den Transportcontainer. Ist das nicht ein bisschen weh, dass es denn im Prinzip der Eintritt zerstört wird? Es ist Teil des Prozesses, es ist geplant und es ist schön, wenn das European Service Modul einfach die Mission von Anfang bis Ende so supporten kann, wie es vorgesehen ist. Und es ist einfach ein super Gefühl, wenn man weiß, man liefert einen Service, mit dem Astronauten im Weltall letztendlich autonom überleben können und wieder zurückkommen. Das ist, da geht einem jedes Mal das Herz auf, da kommt man gern zur Arbeit. Ne? Ich hoffe, dir hat mein Einblick in die ESM-Fertigung gefallen. Nicht böse sein, wenn wir vieles nicht im Detail zeigen konnten. Unser gesamtes Videomaterial musste erst von Airbus, der ESA und dann sogar von der NASA freigegeben werden. Vielen Dank an Airbus Defence and Space, die das möglich gemacht haben. Besonderer Dank geht natürlich an Lars und Hagen, die uns
alles gezeigt haben und sich viel Zeit für unsere Fragen genommen haben. Wenn ihr meine Interviews zum ESM noch nicht gesehen habt, unbedingt reinschauen. Ich konnte unter anderem mit dem ESM-Chefingenieur sprechen. Das Video, das findest du unten in der Beschreibung. Bevor ich mich wieder bei allen Unterstützern bedanke, geht ein großes Dankeschön an einen besonderen Unterstützer, nämlich an Toni von Mondgeflüster. Ja, der hatte mich zu diesem Außeneinsatz begleitet. Das ist immer unglaublich spannend, diese Außeneinsätze, und eine großartige Gelegenheit, aber Filmen, Interviews, Konzeptionieren on the go in ungewöhnlicher Umgebung, ja, das ist eine echte Herausforderung, besonders wenn man dann alleine ist. Ich bin da total dankbar, dass ich Toni als Unterstützung an meiner Seite hatte. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ja, unbedingt seinen Kanal Mondgeflüster abonnieren. Das ist der beste Kanal im deutschen Sprachraum für alles, was zum Mond fliegt. Hashtag Team Space. An dieser Stelle geht aber natürlich wieder ein riesen Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Meine Videos, die bringen mir auf YouTube ja im Durchschnitt so 100 Euro pro Video ein. Davon könnte ich solche Außeneinsätze natürlich niemals bezahlen. Vieles, auch das Video heute, wären ohne eure Unterstützung nicht denkbar. Vielen, vielen Dank dafür. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle Videos vorab und ohne Werbung. Das Video heute sogar in der ausführlichen Fassung mit noch mehr Einblicken in die ESM-Fertigung. Hashtag Team Space. Jetzt mit Artemis 1 sind wir wieder einen guten Schritt weiter in Richtung unseres Apollo-Moments gekommen. Wir fangen endlich wieder an, zu den nächsten großen Sprüngen da draußen anzusetzen. Unser ganz persönlicher Apollo-Moment. Wenn du dich da genauso drauf freust wie ich, Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.